ihr Lieben, ich grüße euch alle heute ganz herzlich hier bei uns im LB Lotusblüte Radio und TV. Am Mikrofon ist für euch eure Sanara Angelika. Heute wieder mal mit einer sehr spannenden Sendung, kann ich wirklich sagen. Und zwar wird es heute mal um die energetische Hausreinigung gehen. Und dazu haben wir einen Fachmann eingeladen, der uns heute mit Sicherheit ganz viel zum Thema energetische Hausreinigung sagen wird und uns auch aufklären wird, was es damit auf sich hat. Und ich denke, viele von uns sind natürlich immer wieder bereit, auch eine Hausreinigung vorzunehmen, nicht im üblichen Sinn mit Wischwasser und Putzfeudel, sondern vielleicht auf ganz andere Art und Weise. Und dazu wird uns natürlich Georg Kober heute hier ganz viel erklären können. Und ich begrüße jetzt erstmal ganz herzlichst Georg Kober. Hallo Angelika. Lieber Georg, du hast natürlich auch schon Bücher geschrieben, eins über energetische Hausreinigung, bist, wie ich schon gerade ankündigte, der Fachmann in energetischer Hausreinigung. Und vielleicht sagst du unseren Zuschauern und Zuhörern erstmal etwas zu deiner Person. Wer ist Georg Kober und wie kamst du dazu, überhaupt dich mit diesen Dingen zu befassen? Also wer ist Georg Kober, das ist eine Frage, die ich mir selber nicht beantworten kann. Aber wie ich da hingekommen bin, das kann ich auf jeden Fall erzählen. Das ist einfach so, wie es bei uns allen im Leben ist, werden wir da einfach hingeführt. Ich war als Kind ziemlich sensibel für Energien und Wahrnehmung und es war für mich sehr, sehr schwer auch. Es gab eine Zeit, als ich so 15 war und aus dem Haus raus bin, im Grunde genommen, dass ich von wirklicher Person, die irgendwie neben mir war, neben mir saß, die Energie wahrgenommen habe. Und es war auch so intensiv, dass ich die Energien herausgewirkt habe, wenn ich in Kontakt mit den Emotionen und Energien von den anderen Menschen kam. Mhm. Und das war so schlimm, dass ich eine Zeit lang auch gar nicht mehr aus dem Haus raus bin, komplett Menschen gemieden habe, Menschenansammlung. Und mit 15 habe ich so mit dem Räuchern angefangen. Und es ist einfach so, dass das Leben mich dahin geführt hat, dass ich mich damit beschäftigt, okay, was sind Energien, was spüre ich denn da, was sind Emotionen, was sind Energiefelder, wie drücken sie sich aus und vor allem, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Zuhause oder da, wo ich wohne, dass es eben einfach so, doch kann man schon sagen, frei von diesen Energien sind. Das war damals auch noch ein Stück weit so ein bisschen mit Abwehrhaltung, ganz klar, weil es für mich eine ganz unangenehme Erfahrung war, so sensibel zu sein. Und dann habe ich mich mit dem Räuchern beschäftigt. Mit 18 Jahren habe ich die Felder intensiver erforscht. Da war eine Zeit lang da, keine Ahnung wieso, konnte ich Aura sehen. Das habe ich heute auch nicht mehr. Aber das sind einfach so ganz viele Bausteine, die in meinem Leben geschehen sind, die mich einfach dahin geführt haben, mich sehr intensiv mit Energiefeldern zu beschäftigen. Und als ich so, ich weiß auch nicht mehr so genau, 18, 20 war, habe ich auch mit Hausreinigung angefangen. Und so ist das eins zum anderen gekommen. Und 2009 ungewollt das Buch geschrieben, hatte ich Träume darüber, dass ich ein Seminar geben soll über eine Hausreinigung. Und dann habe ich Gott gesagt, also wenn du willst, dass ich sowas mache, da musst du mir schon mehr Zeichen geben. Und die kamen dann innerhalb von 24 Stunden, dreimal hintereinander. Und dann habe ich die Seminarunterlagen geschrieben und habe einfach gemerkt, okay, das ist so viel Stoff, frag doch mal, ob du da ein Buch draus machen kannst. Und Seminar hatte ich dann dieses Jahr gar nicht gemacht, nicht getraut. Aber das Buch kam 2009 raus und so ist eins zum anderen einfach gekommen. Ja. Eine tolle Geschichte gerade, die du uns da jetzt hier verbreitest. Und ich möchte sagen, Georg, das ist natürlich etwas, wo man sagt, man wird auf den Weg geschickt, könnte man ja auch so sagen, man weiß es gar nicht, weil ich denke nicht, dass du mit der Intention hier geboren wurdest, du wirst irgendwann mal Hausreinigungen, energetische Hausreinigungen machen. Das ist etwas, was du vielleicht auch schon aus früheren Leben mitgebracht hast und jetzt in diesem Leben, in diesem Hier und Jetzt natürlich auch wieder anwendest. Jetzt möchte ich nochmal für alle Zuschauer und für alle Zuhörer hier natürlich sagen, energetische Hausreinigung. Wir wissen ja, dass alles Energie ist. Alles um uns herum ist Energie.
Und in unserem Haus oder in unseren Wohnungen steckt natürlich auch ganz viel Energie. Und daher sprechen wir jetzt auch von der energetischen Hausreinigung oder Wohnungsreinigung, wie es auch immer zu sehen ist. Und lieber Georg, was meinst du oder was kannst du uns und unseren Zuschauern, unseren Zuhörern dazu näher bringen? Wie beginnst du diese energetische Hausreinigung? Oder wie, was sollte man da beachten? Naja, wenn ich das mache, ist es natürlich völlig anders. Ich mache auch keine mehr. Also die Anfragen wurden immer mehr, die Häuser immer größer. Auch das war so ein Entwicklungsweg, weil ich war damals als Jugendlicher auch noch sehr auf das Räuchern fixiert, auf die Materie an sich. Und dadurch, dass auch immer mehr Anfragen kamen, bin ich auch immer mehr ins Energetische reingegangen. Dann habe einfach gemerkt, okay, man kann Häuser auch reinigen, ohne dass man vor Ort ist und so weiter. Und Ja. da ich kann nicht sagen, was ich mache. Mein Ablauf ist ja anders. Ich habe einen Klienten, der anruft, ich habe ein Gespräch mit dem und so weiter. Aber für jeden, der zu Hause eine Hausreinigung machen möchte, das ist an sich kein großes Kunststück. Also ich vergleiche das immer so wieder mit dem Waschen, ne? Jeder Mensch weiß, wie man eine Waschmaschine bedient und man macht Waschpulver rein und das Waschpulver heutzutage ist sehr, sehr gut. Das, was man beachten muss, ist einfach, dass man jetzt zum Beispiel mit dem Räuchern oder mit dem Klatschen oder mit der Klangschale und so weiter, dass man im Grunde genommen versuchen muss, so ein Gesamtkonzept aufzubauen, weil nicht jede Energie ist mit dem Räuchern zu lösen und nicht jede Energie kann man mit der Klangschale irgendwie erlösen. Und deswegen habe ich so in diesem Buch und mache es auch selber und vermittelt das auch einfach so ein Konzept von vier Hauptsäulen für die energetische Hausreinigung. Das ist das Räuchern als solches, die Kerze für das Element Feuer und die violette Flamme und die Lichtsäule. Also diese vier Säulen habe ich im Grunde genommen, ja, versuche ich zu vermitteln. Und das, wenn man diese vier Säulen eigentlich lebt und schaut, dass man noch Nebensäulen einbaut, ist so eine Hausreinigung eigentlich für jeden Laien auch durchführbar. Ich muss jetzt mal husten. Ich hoffe, dir ist das Ohr nicht abgefallen. Nein, es geht schon. Ja, Hausreinigung, man muss sich natürlich erstmal überlegen, okay, wieso möchte ich überhaupt eine Hausreinigung machen? Das ist ganz oft so, dass die Menschen kommen und sagen, okay, sie hatten einen Streit mit einem Partner, da war eine Krankheit oder ganz oft, die sind in ein neues Haus reingezogen. Und dann ist überhaupt erstmal der Wunsch da, so eine Hausreinigung zu machen. Das hört man dann ganz oft von irgendwelchen Leuten, ja, mach doch mal eine Hausreinigung. Und ja, dann ist es ganz oft, dass die Leute einfach sich, ich habe auch hier mal hingestellt, so Kohle besorgen und Zange und Räucherutensilien und dann mit dem Räuchern einfach anfangen und dann durch die Häuser gehen und das ausräuchern. Und das hat auch schon, wenn man das so macht, einen gewissen Erfolg. Also das muss man ganz klar sagen. Dieses Räuchern als solches ist wirklich so wie so ein Waschpulver, was im Grunde genommen schon einen Großteil der Flecken, die auf den Klamotten drauf sind, einfach hinbekommt, also rauswäscht. Und von daher räuchern ist immer ein Anfang. Also da kann man auch nicht so viel falsch machen. Wenn man natürlich tiefer einsteigen möchte, muss man einfach ganz ehrlich sagen, okay, wir müssen uns die Chance geben, auch in die Felder mal reinzuspüren, wenn wir im Haus sind. Also nicht einfach gleich drauf losräuchern, sondern auch einfach mal gezielt in die Energiefelder reingehen, mal reinspüren, was ist denn da. Und das A und O ist eigentlich, dass man eine Hausreinigung bewusst macht. Also ich habe immer dieses Beispiel mit Jesus, er vergibt mir, beziehungsweise lacht wahrscheinlich drüber. Wenn Jesus in ein Haus reingegangen ist, wenn er gerufen wurde, das sind Dämonen, das sind irgendwelche negativen Energien, dann ist der auch nicht hin und hat dort irgendwie das Haus ausgeräuchert, sondern der war einfach das Licht und der ist da rein und dann war auch alles Licht. Und das Prinzip muss man einfach bedenken. Wir haben eine bestimmte Energie im Haus, also verschieden natürlich, sind viele, viele Energiefelder. Im Grunde genommen hat alles ein Energiefeld, die vermischen sich miteinander und man hat eine bestimmte Schwingung, sagen wir mal, im Haus. Und das, was man versucht mit einer Hausreinigung, jetzt mal ganz einfach erklärt, ist, dass man die Energie, die da ist, oder das Energiefeld oder die Schwingung umwandelt, indem man eine höhere Energie erzeugt. Also das ist jetzt wirklich einfach ausgedrückt. Man kann es noch komplizierter machen, aber im Grunde genommen ist es das schon alles. Und die Frage ist, wie erzeuge ich eine Energie, die die andere Energie auflöst? Also wie erzeuge ich eine höhere Schwingung? Und da ist einfach das Bewusstsein das Allerwichtigste. Also nicht das Räuchern, sondern das bewusste Räuchern.
Räuchern und die bewusste Hausreinigung. Das heißt, ich gehe ins Gebet zum Beispiel, ich spreche ein Gebet, ich energetisiere eine Kerze oder gehe ins Gebet mit der Kerze, sie symbolisiert das Feuer, dann nehme ich die Kerze und gehe damit durch die Räume, spreche mein Gebet, rufe meinetwegen die Engel, das lade ich noch ein, arbeite mit der violetten Flamme, der Lichtsäule. Das A und O ist wirklich, dass man es ganz bewusst macht, denn die Hauptkraft oder die Hauptenergie für eine Umwandlung, die kommt von uns, das muss man ganz klar sagen. Und das ist auch das, wo oft Menschen sagen, ob da mal eine Hausreinigung gemacht hat, irgendwie nicht funktioniert. Die haben dann einfach nur geräuchert und haben halt gemerkt, okay, da raucht jetzt überall. Aber oft ist es halt damit nicht getan. Der Mensch dahinter muss es ganz bewusst machen. Er muss bewusst sein, was er da tut. Und dann funktioniert eine Hausreinigung auch ohne Hilfe, ohne irgendetwas. So schwer ist es nicht, ja. Also heißt das auch, dass ich voll und ganz dabei bin und du hast es gerade schon so wunderschön erklärt, auch ein Gebet sprechen oder eben halt ja irgendwelche Wünsche, die ich mit in diese Hausreinigung hineinlegen möchte. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn man ein neues Haus, eine neue Wohnung bezieht. Man weiß ja nicht, was sich vorher dort abgespielt hat. Und wenn man dann eben halt diese energetische Hausreinigung vornimmt, darf man ja auch vielleicht seine eigenen Vorstellungen und Wünsche mit hineinlegen, oder? Also im Grunde genommen ist es so, man muss auch nicht immer eine Hausreinigung machen. Wenn zum Beispiel wir in ein Haus ziehen würden, in der sehr viele Streitereien waren zwischen den Ehepartnern. Und jetzt beispielsweise meine Frau, meine Tochter und ich ziehen dort rein. Und wir spüren am Anfang, okay, da ist einfach dieses Feld, dieses emotionale Feld von diesen Menschen, die vorher gestritten haben. Es ist auch spürbar, was in dem Haus passiert ist, Existenz zusammengebrochen, wie auch immer. Das kann man auch alles spüren, das ist eine Übungssache. Ja. Dann kann es sein, dass wir jetzt gar nicht eine Hausreinigung machen müssten, sondern einfach nur dadurch, dass wir das, also jetzt mal wirklich auch wieder vereinfacht ausgedrückt, dadurch, dass Kinderlachen da ist und unsere Tochter rumrennt und einfach Freude hat und wir jetzt, keine Ahnung, dort tanzen und Spaß haben, uns freuen, dass wir dieses Haus haben, es hat einen wunderschönen Garten und so weiter, dann ist es auch da möglich, dadurch, dass wir uns dort ausleben, dadurch, dass wir auch natürlich ein Energiefeld erzeugen. Also ich meine, das sind die Menschen überwiegend, die den größten Einfluss auf die Hausenergie haben. Dadurch, dass wir dann da sind und einfach Freude verbreiten und Leichtigkeit, reicht das auch manchmal vollkommen aus, dass das Feld auch gewandelt wird und die Energie dort drin. Deswegen genau, das Wichtigste ist wirklich meine eigene Einstellung, meine Energie, die ich in das Haus reingibt. Das ist schon ganz klar das A und O bei einer Hausreinigung und auch einfach, wenn ich in ein Haus einziehe. Das ist ganz wichtig, ja. Also könnte man es auch so sagen, das eigene Licht mit hineinbringen ins Haus? Könnte man so sagen, richtig. Die Freude und das Licht finde ich ganz gut, vor allen Dingen die Liebe. Wenn man jetzt natürlich eine energetische Hausreinigung durchführen möchte, Georg, wie ist es denn dann? Welches Räucherwerk würdest du empfehlen oder ist das auch unterschiedlich? Das ist zweitrangig. Das muss man ganz klar sagen. Oh, das ist gut zu wissen. Ich bin ja, wenn ich nicht so nervös bin wie heute, auch manchmal ganz lustig. Und wenn die Leute mich dann fragen, dann sage ich manchmal auch überspitzt natürlich, ihr könnt auch eine Schuhsohle räuchern. Das ist natürlich Quatsch. Also die Kräuter haben eine unglaubliche Kraft. Das muss man ganz klar sagen. Aber auch da ist es so, dass jeder eine persönliche Vorliebe hat. Und es ist ganz wichtig, dass man wirklich, also für mich ist es wichtig, die Aufmerksamkeit vom Räuchern so ein bisschen abzuziehen. Und wenn man das tut, wenn man das mit Bewusstsein macht, eine Hausreinigung, dann ist das Räuchern ein Element von meinetwegen 4, auch ein wichtiges Element, aber es ist nicht das Hauptelement. Und dann ist es auch zweitrangig. Also Gott und die Natur haben uns unheimlich viele Pflanzen gegeben, die eine reinigende Wirkung haben. Also wirklich unglaublich viele. Und da muss man gar nicht mal weit gucken. Da geht man in den Garten, da geht man in die Küche und schon hat man ganz viele verschiedene Kräuter und Pflanzen, die man für eine Hausreinigung benutzen kann. Das Bekannteste ist einfach jetzt, wenn man mal in der Küche schaut, da haben wir Rosmarin oder Thymian. Auch das ist vollkommen ausreichend für eine energetische Hausreinigung. Dann im Garten haben wir ganz oft Salbei oder im Wald. Also da ist ganz viel, womit man räuchern kann. Und das ist einem wirklich so ein Stück weit selbst überlassen. Es bringt auch nichts, wenn jemand einen Salbei verräucht und damit irgendwie eine negative Erfahrung mal gemacht hat. Oder auch meinetwegen Weihrauch, wobei ich das nicht zur Hausreinigung benutzen würde. Oder eben
Geruch irgendwie gar nicht gefällt, dann macht das auch keinen Sinn. Man kann schon sagen, dass es bestimmte Kräuter gibt, die eine stärkere reinigende Wirkung haben. Ich habe ja in dem Buch Energetische Hausreinigung auch eine Räuchermischung beschrieben. Die nutze ich eigentlich von Anfang an immer mal wieder mit Abwandlung. Als ich 18 war, war ich sehr, schamanisch nicht, aber einfach sehr interessiert an Naturvölkern und habe mich da ein bisschen orientiert. Und die Mischung, die ich verwende, die enthält einen weißen Salbei, einfach einen sehr hochwertigen weißen Salbei. Da kommt es natürlich auch drauf an, wie der geerntet wird und wie man damit umgeht. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist nichts, wenn man Salbei benutzt, der irgendwie, keine Ahnung, 2 Jahre alt ist und einfach, wo man weiß, okay, da wird die Pflanze wurde schlecht behandelt und so weiter, dann hat er auch keine Energie. Nur mal so nebenbei. Also ich habe den weißen Salbei drin, das ist einfach wirklich so wie unser Salbei auch, ne? Salbea apina, apiana, Aufregung lässt alles vergessen. Das ist im Grunde genommen wie bei uns auch, nur der wächst halt eben im Süden von Amerika, der kommt aus Kalifornien und das ist eine sehr, sehr kraftvolle Pflanze. Gleichzeitig habe ich eine Zeder drin, Zederspitzen ist einfach ein sehr starker, präsenter Baum, der sehr viel Mut und Würde und auch reinigende Kraft ausstrahlt. Dann habe ich das Sweetgrass drin, das kennt man, das ist dieser Zopf, den benutzen die Indianer, um positive Energien zu verbreiten. Dann habe ich den weißen Kopal drin, ist auch eine sehr, sehr helle, leuchtende Pflanze, leuchtendes Harz, was sehr starke reinigende Wirkung hat. Und eben auch die Angelika-Wurzel, die ist so ein bisschen deutsch, die passt da eigentlich gar nicht rein. Ist aber auch eine sehr lichtvolle Pflanze und schützt auch einfach bei Energien. Und das ist ein sehr magisches Kraut. Und das ist das, was ich verwende und womit ich einfach gute Erfahrungen gemacht habe. Aber das heißt nicht, dass es für jeden das Nonplusultra ist. Ich denke, das ist viel wichtiger, dass man da seiner Intuition vertraut und sich führen lässt. Ja, wie ist es denn da? Ich habe jetzt zum Beispiel im Garten auch einen sehr schönen eigenen Kräutergarten angelegt. Und diese Kräuter verwenden wir natürlich auch. Es sind einmal Küchenkräuter, Heilkräuter, alles Mögliche. Es wird auch Tee daraus gekocht. Jetzt habe ich natürlich auch Salbei. Jedoch keinen weißen Salbei, ganz normalen Salbei. Ich koche da immer sehr viel Tee raus. Könnte ich auch den verwenden? Absolut, ja. Super. Das wollte ich nur wissen. Also man könnte wirklich herkommen, wenn also da innerer Bedarf besteht und sagt, ich gehe in meinen eigenen Kräutergarten und verwende mal die Kräuter. Genau, also man kann das machen. Das getrocknete Salbei kann man auch direkt anzünden. Schauen, das Rauchverhalten, es ist immer gut, wenn irgendwie ein Harz dabei ist. Ne? Ja. Für Konservierung, dass der Rauch auch länger anhält, die Mischung. Aber grundsätzlich kann man auch einfach Salbei verräuchern, das ist völlig richtig. Aber wie bereits gesagt, die Hauptenergie oder die Kraft kommt auch von uns. Und wenn man das, so finde ich, wenn man das einfach berücksichtigt, dann kann man absolut ja, einfach nur Salbei verwenden und es reicht vollkommen aus. Ja. Wunderbar, das ist wunderbar zu wissen. Als wir damals vor 5 Jahren hier in dieses Haus zogen, Georg, da haben wir uns eine Mischung von einer Schamanin erstellen lassen. Und sie hat es uns empfohlen und angeboten. Das haben wir dann auch gerne angenommen. Und haben das ganze Haus, als auch das Umfeld bis zu den Garagen und wo nicht überall, haben wir geräuchert mit dieser Mischung. Das war auch ein ziemlich langes Ritual, weil man musste ja nun überall immer halt rein in die Räume. Und irgendwo hatten wir das Gefühl, dass etwas wirklich sehr, sehr Positives geschah. Ja, aber auch durch euch, das muss man ganz klar sagen, durch eure Einstellung, mit eurer Freude, auch auf das Haus, mit euch als 2 Personen, die das zusammen gemacht haben, das spielt auch eine ganz immense Rolle. Oh ja. Und ja, aber auch klar, die Räuchermischung, wenn Menschen wirklich wissen und wirklich mit der Natur verbunden sind, also ich meine, es gibt ja sehr, sehr viele auch ganz viele private Leute, die Teemischung machen und ein bisschen Gefühl dafür haben und da kann man wirklich eine richtig kraftvolle Mischung erzeugen, das muss man wirklich klar sagen, wenn da das Bewusstsein auch dabei ist und die Freude und die Dankbarkeit und den Respekt auch für die Pflanze, dann kann das ein tolles Ereignis werden, ja. Und oh ja. Auch sehr wirkungsvoll. Ja, wir haben natürlich auch unser Licht im Halt hier wirklich verbreitet, denn es wurde uns auch damals von der geistigen Welt mitgeteilt, als wir noch in dem anderen Haus wohnten. Wenn ihr das neue Haus bekommt, und das wurde uns ja schon beschrieben, das ist genau so, wie es hier steht,
Ihr nehmt das Licht mit. Ja, also ich sehe das auch so, dass ihr da so reingegangen seid, auch mit dieser Absicht, mit dieser Freude. Ja. Und deswegen meine ich, das war noch die wichtigere Zutat eigentlich. Und da hat es auch einfach alles gepasst. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man einfach mit Freude da dran geht. Ein bisschen Aufregung ist in Ordnung und wirklich Spaß daran hat, Freude daran hat, Respekt hat für diese Energien, für die Pflanzen. Und dann kann das wirklich sein, dass man einfach mit einer Hausreinigung einen Neustart beginnen kann. Auf jeden Fall, ja. Georg, ich habe jetzt natürlich noch ein anderes Thema, und zwar, kenne ja auch dein Buch, was du geschrieben hast. Wir wissen natürlich nicht, was in diesem Haus wirklich mal geschehen ist. Wir haben natürlich ein sehr, sehr gutes Gefühl hier im Haus, und es ist auch sehr viel Freude hier im Haus. Jedoch, wie ist es mit den Energien der Verstorbenen? Ist da auch etwas zu beachten, beziehungsweise was würdest du da empfehlen? Ja, es gibt so zwei Themen, bei denen ich eine andere Meinung habe. Das ist einmal der Schutz vor Energien. Ja. Da halte ich gar nichts von mittlerweile. Und das sind diese verstorbenen Energien, weil das ist irgendwie. Also, natürlich muss man ganz klar sagen, meine Einstellung beeinflusst meine Wahrnehmung. Aber ich habe das Thema auch mal erforscht, einfach die Felder erforscht, weil es so ein ganz präsentes Thema ist, es immer wieder Verstorbene. Ich habe lange in der Buchhandlung gearbeitet, auch habe dort über Räuchersachen beraten und mir war es dann schon oft möglich, auch über die Aura des Menschen in das Haus reinzuschauen. Und es war ganz oft irgendwie Verstorbene, Verstorbene, Verstorbene. Und das, Ja. was ich festgestellt habe, ist, dass es so verschiedene Phänomene gibt, so eine Art Phantomenergie des Verstorbenen. Ganz oft ist es für mich so, dass, also wenn ich in ein Haus reingehe oder reinging früher und ich wurde gerufen, weil es eine Verstorbene ist, dann war es entweder so, dass ein bestimmtes Thema erlöst werden musste. Ja. Einfach, da wollte noch etwas gesehen werden, etwas erkannt werden, etwas aufgelöst werden. Das war aber nicht, dass der Verstorbene so war, sondern einfach so eine Art Hinterbleibsel des Verstorbenen. Und dass man mit diesem Feld, mit dieser Energie kommunizieren musste. Und auch ganz oft war das so, dass diese Vorstellungen, die die Menschen hatten, die einfach natürlich unermesslich gelitten haben, dass der Mensch gestorben ist, auch wiederum ein energetisches Feld erzeugt haben mit ihren Wünschen, mit ihren Vorstellungen. Und das, muss man sagen, war so bei 90% der Fällen für mich zumindest spürbar und weniger tatsächlich ganz real diese Geistwesen. Also ich habe das einfach nicht akzeptiert, dass das jetzt einfach, ja, das sind jetzt Geister oder Verstorbene, sondern ich habe einfach geschaut, okay, was ist es denn wirklich? Wieso fühlt sich dieses Energiefeld anders an? Wieso erscheint es anders? Sieht es anders aus? Und habe dann einfach mal geschaut und geguckt und ein bisschen erforscht mit dem, was mir möglich war und habe für mich einfach festgestellt, dass es ganz oft ja, eben das Energiefeld des Verstorbenen ist, weil einfach noch eine bestimmte Aussprache stattfinden musste, ein Energieaustausch. Und oft auch einfach das, diese Sehnsucht und auch dieses Feld von den Menschen, die hinterblieben sind. Ich fände es auch ein bisschen unfair, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man als Mensch stirbt, den Körper verlässt und dann hier irgendwie auf der Erde rumgeistert. Ich war auch schon auf Friedhöfen und habe mich ganz bewusst versucht, offen dahin zu stellen und zu schauen, wie viele Verstorbene sind da. Und ich habe einfach keine, da waren keine. So, ich weiß nicht, ob das an meinem Filter liegt. Ganz klar, bestimmt auch. Aber ich muss sagen, Verstorbene sind mir äußerst selten in Häusern begegnet, sondern es waren eher eine von diesen beiden Möglichkeiten. Und wenn man das hat, muss man einfach mal Kontakt gehen mit diesem Feld. Ja? Also ich nenne das grundsätzlich, egal ob das jetzt ein Engel ist oder ein Verstorbener ist oder ein Streit oder irgendwas, für mich sind das Energiefelder. Und das, was man immer machen kann, ist, dass man mit diesen Energiefeldern in den Dialog geht. Das heißt, ich habe das Gefühl, da ist jemand oder ich spüre diese Kälte oder ich sehe dieses Bild von diesem Verstorbenen. Und dann gehe ich dort einfach mal hin und nehme einmal Kontakt auf mit diesem Energiefeld und schaue dann tatsächlich, was das Energiefeld braucht, um sich zu lösen. Manchmal müssen bestimmte Informationen fließen, manchmal braucht es eine bestimmte Energie, manchmal braucht es auch einfach die Arbeit mit den Hinterbliebenen, die wirklich da einfach ja, jemanden, Menschen verloren haben. Und dann löst sich das Feld ganz oft auf. Also ich kann jetzt nicht sagen, nimmt hier das Johanniskraut, räuchert es und dann verschwinden alle Geister. Das ist einfach nie mein Weg gewesen. Für mich gibt es einen Grund, warum ein Energiefeld sich zeigt. Ich kann versuchen, das zu lösen. Und das geht meistens nur, indem ich in dieses Feld hineinspüre und schaue, ob
Wir haben da aber eine Erfahrung gemacht, Georg, in unserem Haus, wo wir vorher gewohnt haben. Da war, bevor wir darin einzogen, ist dort ein Suizid gewesen. Und diese Person war wirklich noch lange, lange energetisch in dem Haus. Wir haben es selbst so erfahren und wir durften, ich sag mal so, auch in Kontakt kommen mit dieser Person und die Energie war dann auch verschwunden. Also das muss man auch so sagen, die Leute nehmen das so wahr. Die nehmen das so wahr, da ist der Verstorbene. Da gibt es auch keinen richtigen und falsch. Ich nehme das einfach nur wahr, dass da eine Energie des Verstorbenen ist. Also dass da einfach ein Feld sich Ja, aufgebaut. richtig. Und von daher, wahrscheinlich sprechen alle Menschen über das Gleiche. Wir haben da nur eine verschiedene Ausdrucksweise. Ich kenne das mit dem Suizid auch. Das sind auch ganz manifeste Felder, die sich auch ganz materiell auch manchmal zeigen, dass da die verrücktesten Sachen passieren und später stellt man dann fest, okay, das war im Grunde genommen der Raum und das Feld, wo dieser Suizid begangen worden ist. Also das ist, ja, das ist schon nicht ohne und da zeigt sich diese Energie. Ich habe halt einfach Schwierigkeiten dran zu glauben, dass dann einfach die Seele noch in diesem Raum drin ist und habe halt einfach das ein bisschen untersucht und für mich entschieden, okay, das ist nicht wirklich die Seele als solches, sondern da ist einfach noch eine Energie, weil diese, also ich meine, diese Tat des Suizids ist ja auch etwas, jetzt mal ganz zweifelsohne, was ein sehr starkes Informationsfeld und ein Energiefeld erschafft. Das ist nicht ohne, das muss man ganz klar sagen, da sind sehr viele Emotionen drin, ganz oft Hoffnungslosigkeit, Depression. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel in dieses Haus hineingeht und kommt in Kontakt mit diesem Feld, dann nimmt er vielleicht das als Verstorbenen wahr, ja, weil natürlich auch Verstorbenen, die Gestalt dort einfach vorhanden ist, gespeichert ist in dem Feld. Für mich ist es dann aber nicht wirklich dieser Verstorbene ist da, sondern durch diesen Akt des Suizids ist eben ein Energiefeld erschaffen worden, ein ganz, ganz heftiges und starkes. Und das ist das, was es dann für mich eben zu lösen gilt. Und der Verstorbene für mich ist aber schon auf einer ganz anderen Ebene. Also das sind so Glaubenssachen einfach. Aber dass das nicht ohne ist, das glaube ich dir. Also das ist Also, manchmal eine heikle Angelegenheit. Ich habe auch schon Sachen erlebt, das kann man mit dem Menschenverstand auch gar nicht mehr beschreiben. Manche Energiefelder, die drücken sich dermaßen materiell aus, irdisch aus, das ist wirklich unglaublich. Also da passieren so Sachen, die man eigentlich vielleicht eher so aus einem Horror- oder Thriller-Film kennt. Das gibt es wirklich auch, ja. Die dann eben kein Verstorbenen, sondern einfach dieses energetische Feld, was dort entstanden ist. Also wir haben das auch wirklich ganz deutlich wahrgenommen. Vor allen Dingen, es war danach wirklich bereinigt und wir hatten da so ein ganz gutes Gefühl. Ja, es war nicht beängstigend, also in keinster Weise. Wir hatten weder Angst noch sonst was. Nur wir haben ihm halt wirklich festgestellt, er hatte auch in dem Haus früher sein Büro in den unteren Räumen, wo dann unser Studio war. Und da konnte man es ganz deutlich spüren. Ganz deutlich. Georg, du sagst auch Schutz vor Dunkelmächten. Ich meine, viele sehen natürlich auch Verstorbene als Dunkelmächte, ich überhaupt nicht, in keinster Weise. Was magst du darüber näher bringen? Dunkelmächte, was könnte man darunter verstehen oder auch nicht verstehen? Das ist so ein richtig heikles Thema mit diesen Ja. Dunkelmächten. Es ist auch ein bisschen traurig, egal wo man hinschaut. Im Grunde genommen, die ganze Welt ist irgendwie auf Schutz fixiert und teilt die Welt in Gut und Böse. Und ich hatte auch Erfahrungen mit Dunkelmächten. Ich möchte das jetzt gar nicht so tun, als ob es das nicht geben würde, ne? Also Naja. das ist eine Möglichkeit für uns als Seelen, uns auszudrücken. Wir sind ja einfach in der dualen Welt und ganz klar gibt es beide Seiten. Das ist gar keine Frage. Und ich hatte auch, als ich so 16 war, als ich wirklich angefangen habe, ich wollte immer, also natürlich aus dem kindlichen, verletzten Ich auch heraus immer heiler werden und habe sehr früh mit Energietechniken und so weiter angefangen, Ausbildung zu machen. Und da hatte ich auch für sehr viele Wochen, Monate ganz merkwürdige Erfahrungen. Also da auch wieder in der Materie, auch ganz nicht nur irgendwie feinstofflich spürbar, sondern wirklich in der Materie, wo Dinge passierten, wo ganz klar war, okay, da will irgendwie was mich blockieren, vom Weg abbringen. Ich hatte Situationen, da konnte ich mich nicht mehr bewegen, weil ein Geistwesen, also weil irgendetwas auf mir gesessen hat. Also da gab es ganz, ganz komische Sachen. Auch das hat mich natürlich wieder an den Punkt gebracht, das irgendwie zu erforschen. So wie ich auch gesagt habe am Anfang, als ich so sensibel war,
Ich meine, ich musste irgendwie, es geht ja nicht, dass ich irgendwie nicht aus dem Haus rausgehe. Ich war sehr sensibel für alle Energien und ich habe das irgendwann, Gott sei Dank, nach Jahren geschafft, es abzuschalten und ein normales Leben zu führen. Ich habe das verflucht, muss man mal ehrlich sagen. Ich fand das wirklich einfach nur ätzend. Das war eine anstrengende Zeit. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, dass diese Sensibilität ein Vorteil ist und dann ist die auch wiedergekommen. Und das war für mich ein Weg, wo ich annehmen konnte, dass ich sensibel bin und da konnte ich auch die Energien annehmen. Das heißt, das, was im Außen war, das, was ich gespürt habe, das habe ich eine lange Zeit verurteilt. Ich wollte das nicht. Und da war einfach ein Widerstand. Und das ist das Gleiche mit den Dunkelmächten auch. Ich habe dann irgendwann für mich entschieden und auch das so gespürt und gemerkt, okay, der einzige Weg ist einfach, das anzunehmen. Wieso solltest du es nicht annehmen? Geh mal nicht in diesen Urteil rein, Energien weghaben wollen. Ich nehme das Ganze an. Und das hat für mich alles gewandelt, allen jeglichen Schutz unnötig gemacht. Und das wirklich zu sagen, ich nehme diese Energien an. Und bei den Dunkelmächten ist das genau genommen, das ist eigentlich genau das Gleiche. Diese Energien sind da, diese Dunkelmächte sind da, diese Dualität ist nun mal da. Aber ich glaube, der Fehler liegt darin, das irgendwie als etwas anzusehen, was ich verurteile oder unbedingt umwandeln möchte oder irgendwie weghaben möchte. Ich denke, dass wir alle Menschen immer auf beiden Seiten mal waren. Ich träume öfter mal von vergangenen Leben. Da waren Situationen dabei, die waren überhaupt nicht schön. Da war ich mal überhaupt nicht toll und auch überhaupt nicht heilig. Und wir haben auf beiden Seiten unsere Erfahrungen gemacht, auf der lichten Seite und auf der dunklen Seite auch. Wir haben böse Taten gemacht, gute Taten gemacht. Im Grunde genommen sind es Seelenerfahrungen, die wir machen. Und aus der geistigen Sicht betrachtet, muss man ganz klar sagen, das ist im Grunde genommen eins. Und für mich gehört dieses Dunkle genauso zur göttlichen Erfahrung wie das Helle auch. Und deswegen ist das auch so ein Thema. Ja, also ich bin auch da kein Freund von irgendjemand verteufeln, irgendwelche Energien verteufeln. Das ist einfach eine ganz alte karmische Geschichte. Das geht zigtausende, hunderttausende Jahre zurück. Das ist dieses uralte Spiel der Schöpfung überhaupt. Vielleicht wäre die gar nicht entstanden, wenn es diese Dunkelheit nicht gäbe. Es ist ein Ausdruck dieser Einheit, die sich geteilt hat. Und wir Menschen machen Erfahrungen in diesen beiden Bereichen. Und es gibt Menschen, die eben diesen dunklen Part spielen. Und das ist so die Ansicht, die ich einfach dazu habe. Ich würde mich davor nicht schützen. A und O ist wirklich für mich die Annahme, das überhaupt nicht zu verurteilen, sondern als ein Bestandteil Gottes zu sehen, als ein Ausdruck Gottes. Und damit, wenn man das sagen möchte, geht auch ein Stück weit die Macht dann über mich verloren, wenn das meine Einstellung ist. Das Dunkle einfach so zu lieben wie das Helle. Das klingt jetzt schwierig, ja. Aber ich glaube, das ist einfach nur, das ist auch schwer. Ich habe da zum Beispiel so einen Nachbar, da merke ich immer, da kommt in mir noch die Galle hoch. Aber im Grunde genommen sonst bei anderen Menschen, egal was die da erzählen oder was sie sind, das irgendwie merkt man dann mit der Zeit, dass das Verurteilen einfach weniger wird. Und ich denke, wenn man spirituelle Arbeit macht und auch bestimmte Erfahrungen gemacht hat, dann kommt irgendwann der Punkt, da merkt man, okay, das bringt gar nichts, wenn ich das verurteile. Es ist ein Ausdruck Gottes. Und da ist es, ich finde dieses Beispiel so schön, die Sonne leuchtet einfach und scheint für alle Pflanzen, ob das jetzt Unkraut ist oder eine wunderschöne Blume. Und ich denke, das ist einfach die richtige Einstellung. Das nicht wegfassen zu wollen, das vielleicht noch nicht mal wandeln zu wollen, sondern einfach nur anzuerkennen, dass es ein Teil der Schöpfung ist. Und das ist für mich auf jeden Fall der Weg. Der genau. Einzige Weg, für mich zumindest. Lieber Georg, du hast mir schon einiges wirklich aus der Seele gesprochen. Ich möchte sagen, wir haben ja nun alle schon viele, viele Male gelebt und wir waren alle schon Opfer und wir waren auch alle schon Täter. Und das ist genau das, was sich auch immer wieder zeigt. Jedoch mit den Dunkelmächten, das ist auch so ein Thema bei uns im Halt. Ich weiß das auch immer ein bisschen zurück. Und doch weiß ich im Halt auch aus vielen Gesprächen, selbst auch aus eigener Erfahrung, dass es sie gibt. Ja. Ja. Sie gibt es wirklich und es nützt natürlich nicht, sie einfach wegdrängen zu wollen, also sagen, komm weg damit, das nützt gar nichts. Jedoch muss ich dazu sagen, ich schütze mich immer, jeden Tag mache ich das, ist schon ein kleines Ritual geworden, dauert aber auch wirklich nur ein paar Sekunden nur. Und ich gehe einfach in die weiß-goldene Lichtsäule und da ist das okay, morgens wieder Zähne putzen und das gibt mir persönlich ganz viel, ja. Ja. Also ich meine, auch da ist natürlich die Frage, welche Absicht habe ich?
Ich denke für mich einfach, wenn ich, also wenn ich jetzt morgens, jetzt nicht unterstellen, deswegen meine ich es mit der Absicht, dass du das machst, wenn ich jetzt morgens aufstehen würde als Beispiel und würde mich erstmal in einen Schutz hüllen, weil die Welt so böse ist, ne? Mal überspitzt gesagt, dann denke ich, es ist einfach eine Einstellung, die mir das Leben verdammt nochmal schwer macht und mein Energiesystem einfach durcheinander bringt. Wenn Das ich für mich stimmt. sage, okay, ich möchte einfach mit diesem goldenen Licht verbunden sein, das Genau. an meinen Ursprung, an meine eigene Essenz und Genau. höre mich damit ein. Ich finde, das ist völlig legitim und ich finde es auch wichtig, dass wir Menschen so Rituale haben. Aber ich finde es schwer zu sagen, ich muss mich irgendwie vor der Dunkelheit beschützen. Das ist wirklich ein Thema, das geht ja seit zigtausenden von Jahren hin und her. Und ich finde, das ist wirklich eines der schwierigsten Themen überhaupt. Und es ist manchmal einfach schade, weil das sind dann diese Lichtkrieger und dann diese Dunkelkrieger und die knallen dann irgendwie aufeinander und es ist der Kampf von Gut und Böse. Und ich meine, das wird ja auch schon, egal in welchen alten Schriften, so dargestellt. Für mich ist das einfach so nicht spürbar, dass jetzt zu sagen, naja, es ist schon so eine Art Kampf, aber es ist auch irgendwie ein Spiel, es ist einfach eine Erfahrung. Und ich habe es einfach ganz schwer damit zu sagen, die Welt ist gut, die Welt ist böse, da sind die Bösen, vor denen muss ich mich schützen. Das ist einfach eine Einstellung, mit der möchte ich einfach nicht leben. Und man muss auch mal klar sagen, wenn man über Schutz reden sollte, der größte Schutz ist einfach die Liebe. Das muss Richtig. man ganz einfach sagen. Also da kann Richtig. man Amulette, dies und das und jenes und fünfmal räuchern mit der Pflanze und die Rituale und das. Aber wenn ich gegenüber liebe und den wirklich als einen Ausdruck Gottes anerkennen kann, und wie gesagt, das ist nicht immer einfach, aber wenn ich das hinkriege, dann ist das im Grunde genommen, wobei man da gar nicht mehr von Schutz sprechen muss, sondern dann ist es einfach der größte Schutz eigentlich. Ja, es ist der größte Schutz, die Liebe. Es gab mal ein Zitat, ich habe ja von einem Freund von mir, es war ein grandioses Medium, Botschaften des Lichts, habe ich gegründet und da hat Erzengel Michael im Channeling auch mal gesagt, ja, ihr könnt mich rufen und ich werde euch zu aller Zeit helfen und euch schützen. Und dann hat er auch darüber gesprochen, dass er uns beibringen möchte, dass es aus einer bestimmten Ebene heraus, dass es einfach keines Schutzes bedarf. Das ist auch so ein Stück weit unsere Einstellung ist, unsere Angst ist, unsere Kategorisierung ist. Und das fand ich immer schön, das hat mich immer berührt und auch so ein bisschen in meiner Denkweise bestätigt. Wir brauchen keinen Schutz. Also, ne, es ist immer eine Frage von meiner Einstellung, von meinem Bewusstsein. Und da geht es auch nicht um weiter oder höher oder niedriger. Es ist aber einfach eine Frage von meinem Bewusstsein. Muss ich mich schützen? Glaube ich, dass die Welt böse ist? Glaube ich, dass es da Menschen gibt, die mir Böses wollen? Und so weiter und so fort. Und glaube ich irgendwie, jawohl, ich muss da irgendwie dagegen vorgehen. Das ist überhaupt nicht nur der Schutz, sondern dagegen gehen. Und da ist für mich einfach, das berührt nicht mein Herz, das tut mir eher weh. Und dann sage ich mir, nee, das sind auch Menschen, das sind meinetwegen auch, egal wie außerirdisch, es ist eine Schöpfung und die gibt es und die sind dafür da, dass wir dieses Spiel aufrechterhalten, dass wir die Dualität erfahren. Das ist das Gleiche mit dem Ego, den verurteile ich auch nicht. Den nenne ich Egon, der tut mir auch leid. Ein wunderbares Mittel, um als Seele Erfahrung zu machen. Ohne Ego wäre eine Seelenerfahrung gar nicht möglich. Aber auch da, der Verstand oder das Ego wird verteufelt, dagegen angekommen, bekämpft. Und egal was, ob Schutz, Dunkelheit, Ego, ich glaube, der Kampf ist einfach die völlig falsche Einstellung. Genau. Also dafür möchte ich dir erstmal jetzt ganz, ganz, ganz lieb danken, denn das waren jetzt deine wunderbaren Worte. Und ich muss wirklich sagen, Georg, der Schutz an sich, meine weiß-goldene Lichtsäule, ist für mich ja der Ursprung, aus dem ich herkomme. Die Verbindung, genau, du meinst es. Genau. Und da gehe ich jeden Morgen, also ist wie so ein, als wenn ich so einen Schritt mache, weißt du, und dann bin ich wieder umgeben und es geht mir einfach gut. Vor allen Dingen dieses, ich sag mal, immer wieder zu verdeubeln. Ja, der ist gut, der ist böse und, sieht man ja schon im Hier und Jetzt, wie das immer so abgeht. Die Welt ist so, wie ich denke. Ja, wenn ich in der Liebe bin und wirklich in meiner Selbstliebe und darüber hinaus natürlich auch meine Gedanken so kreiere, dann ist auch die Welt so um mich herum. Ja. Denke ich auch. Also ich denke, das kreieren wir uns alles selbst. Und wenn wir natürlich nur in Angst und Schrecken leben und immer wieder in Verlustangst und dann ziehen wir auch genau das an, was uns Angst macht und das kreieren wir letztendlich selbst. Ja, auf
die Quelle möchte das auch einfach. Also ja. Wir sind hier wirklich da, um auch dieses Paradies nicht nur aufzubauen, sondern auch zu erkennen, das ist ja schon da. Und ich sehe es auch einfach ein bisschen kritisch mit dieser Verteufelung der Dunkelheit. Also genau. Das ist irgendwie, keine Ahnung. Auch bei schwarzer Magie habe ich ganz viele Leute natürlich gehabt, das weiß ich auch nicht, seit eigentlich ich 18 bin, klingelte ständig das Telefon, die E-Mail. Also auch da wurde ich irgendwie hingeschickt mit Leuten, die schwarz manipuliert wurden und so weiter und so fort. Ja. Der Ex-Freund, der Ex-Partner, dann waren Voodoo-Zauberer und auch da ständig kamen da auch wirklich irgendwie die Anrufe und ich dachte immer, was wollen die alle von mir? Und auch habe ich mich ein bisschen mit erforscht, das Feld studiert und habe auch ganz klar die Resonanz immer gesehen von diesen Menschen. Und ich möchte da niemandem mit zu nahe treten. Da gibt es bestimmte Menschen, die auch ganz negative Erfahrungen gemacht haben. Aber von meiner Seite aus, wenn ich das überblicke, sehe ich erstens, dass die Erfahrung den Menschen dient. So schlimm das jetzt auch und so, also ich meine, es klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber es dient ganz oft dem Menschen, wenn er diese Erfahrung macht, was man einfach später dann erkennen kann, weil er dadurch gereift ist, dadurch was Bestimmtes gelernt hat, wie ich, dass ich einfach nicht mehr aus dem Haus gehen konnte, weil ich jegliche Energie wahrgenommen habe. Das hat mich auf den Weg gebracht. Und ganz oft ist es auch so, dass ich bei den Menschen merke, die meinen dann, okay, da sitzt eine bestimmte Energie und wenn ich mir dann die Aura betrachte, reinfühle, dann spüre ich einfach ein Elemental, ja, also die Sachen, das sind Dämonen oder das sind Negativenergien, aber was ich oft spüre, ist einfach ein Info, also ein Elemental ist für mich ein Energiefeld, was einfach sehr, sehr dicht und lebendig geworden ist und das ist das, was ich oft in der Aura spüre und da merke ich auch ganz oft, das ist auch von diesen Menschen ein Stück weit selbst erschaffen. So alleine die Gedanken darüber, wie die Dinge sind, erschaffen manchmal schon elemental und auch da gibt es Manipulation, gar keine Frage. Also das ist nicht, dass ich das irgendwie jetzt verneinen würde, aber es ist einfach sehr viel seltener von meiner Seite aus, wenn ich das erforsche, als die Menschen glauben. Es ist oft etwas ganz anderes dahinter, als dass es wirklich eine Manipulation ist. Und deswegen, ja, mein Weg ist es anders gewesen. Also es gibt diese Energien. Ich habe damals eine CD aufgenommen, Befreiung von Fremdenergien. Mache ich seit langem auch. Und eigentlich wollte ich diesen Titel nicht, aber der Verlag wollte das auch. Und da habe ich auch in der Einleitung gesagt, für mich gibt es nicht mal Fremdenergie. Das gibt es für mich einfach nicht. In dem Moment, wo ich sage, das ist eine Fremdenergie, schiebe ich die von mir weg. Ich sage, ich habe mit der überhaupt nichts zu tun und trenne auch wieder. Und im Grunde genommen ist das eigentlich, ja, das ist vielleicht unser größtes Problem, dass wir einfach uns immer von allen möglichen Energien und von allen Menschen auch trennen. Ja. Vielleicht, wer weiß. Ist es nicht auch so, Georg, wenn ich also, ich sag mal, in meinem zum Beispiel weiß-goldenem Licht bin und davon umgeben bin, dann gibt es keine andere Energie als nur diese Energie. Für mich ist es so. Eine schöne Erfahrung. Ja. Das ist einfach eine wirklich wunderschöne Erfahrung, wenn man diese Einheit mal spürt. Ja. Und ich denke, dann hört es Fragen auch auf und man bekommt ganz, ganz viele Antworten aus dem Inneren. Und ja, finde ich ein schönes Ritual. Das könnte ich auch mal einschlüpfen. Morgens schön einhüllen. Ja, es ist einfach auch wohltuend und wohlig. Vor allen Dingen, wie du es auch schon sagtest, es ist so wichtig, auch wirklich alle Energieformen mal an sich so wahrgenommen zu haben. Auch die dunkle Energie. Es gehört ja dazu. Schau dir Yin und Yang an. Es gibt Schwarz und Weiß. Ja. Ja. Wir wüssten nicht, wie hell aussieht, wenn es kein Dunkel geben würde. Ja, ja. Denn wenn wir eine Kerze nehmen, gehen in einen dunklen Raum, erst dann sehen wir das Helle. Das gehört mit dazu, wie Leben und Tod. Und es ist einfach so. Und das auch mal wahrzunehmen, jedoch kommt es doch immer darauf an, wie bin ich mit mir? Mit mir, in meiner Liebe, mit mir, in meinem Ursprung und. Ja. Ja, und so zieht man es natürlich an oder eben halt ist davon gar nicht irritiert. Ja. Ja, das ist eine gute Einstellung, das denke ich. Das finde ich also auch. Dieses Leben ist schwer, das muss man mal sagen, auch diese Schöpfung als solches, ich versuche die immer wieder zu verstehen und Ende eigentlich, weil ich es einfach nicht verstehen kann und ich denke alleine so diese Loslösung von der Quelle als solches, das war schon irgendwie so ein Schmerz und ich sehe schon, dass es manchmal wirklich schwierig ist und ich würde es auch noch lange nicht hinkriegen, jeden Menschen wirklich zu lieben. Also das ist auch einfach, wir werden auch erwachsen.
Ich denke, das ist einfach eine Einstellung, die nicht nur für den anderen Menschen gut ist, sondern für uns selber auch. Das macht einfach mehr Freude und das hast du einfach auch super beschrieben. Das sehe ich sehr, sehr ähnlich. Ja. Genau. Georg, du bist der Herausgeber auch des Verlags Botschaften des Lichts. Und wir senden natürlich Abby Lotusblüte auch sehr, sehr viele Meditationen aus Botschaften des Lichts, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Jedoch auch immer deine eigene Meditation. Du hast auch sehr viele eigene Meditationen ja, herausgebracht. Und dazu gibt es natürlich auch eine Webseite. Vielleicht magst du die mal nennen. Genau, die meine ich. www.jeomra.de und auch den, da wo die Meditation gibt, jeomra-shop.de. Nicht sehr einfallsreich, aber naja, genau, da gibt es meine Meditation und genau. Botschaften des Lichts, eben die Sachen von Botschaften des Lichts. Genau. Dieses www.jeomra.de ist natürlich auch, wenn man da drauf geht, ich meine, demnächst werden wir auch wieder einen Banner von dir bekommen, das haben wir noch nicht. Das werden wir aber bekommen und dann werden wir es natürlich auch hier mit einblenden, Georg. Da kommt man aber automatisch auf deinen Shop. Das habe ich also schon alles nachvollzogen. Und da kann man natürlich automatisch auch sehen, dass du wunderbare CDs immer halt herausgebracht hast, Meditationen, die ja mittlerweile hier bei uns auch im LB Lotusblüte zu unterschiedlichen Zeiten gesendet werden. Ja? Dankeschön. Ja, auf jeden Fall. Sie sind sehr, sehr ansprechend, sehr schön. Jedoch auch die von Botschaften des Lichts. Und wir haben immer unsere 18 Uhr Meditationszeit und unsere 12 Uhr Mittagsmeditationszeit. Und zu unterschiedlichen Zeiten werden auch unterschiedliche Meditationen ausgestrahlt. Ja? Das ist schön. Das freut auch die Menschen. Dann können die zur 12 Uhr Mittagspause. Genau. Das Blüte an oder abends, Feierabend. Einfach mal mitlaufen lassen. Mach ich ja selber schon, kommt auch schöne Musik, das ist schon was Tolles, was ihr da erschaffen habt. Genau. Und mit den Meditationen ist, glaube ich, auch das sind tolle Möglichkeiten. Ich danke euch einfach, dass ich da auch dabei sein darf. Und, ja. Das ist eine schöne Sache. Und morgens um 7 läuft auch schon die Meditation. Wir haben ja 24 Stunden. Oh je. Ja, rund um die Uhr läuft ja Radio Lotusblüte und da kann man natürlich, wird man immer wieder natürlich auch bereichernd versorgt, kann man echt sagen. Ja, ihr macht das irgendwie 24 Stunden, ne? 24 Stunden, ja. Unglaublich. Unglaublich. Meditation, das würde ich nicht machen, das kriege ich nicht hin. Ich habe das mal probiert, aber ich bin so ein Morgenmuffel. Aber so um 12 oder abends, das ist einfach klasse. Also das finde ich auch eine coole Möglichkeit, absolut. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen auch immer wieder die Sendungen, die wir, also Live-Sendungen, Live-Beiträge oder interessante Hörbücher, werden natürlich immer wieder ausgestrahlt, auch in den Morgenstunden oder sogar nachts für Nachtschwärmer, sodass jeder immer die Möglichkeit hat, das für ihn Richtige ja, zu hören und zu schauen. Ja. Georg, im Anschluss an dieses Interview hast du uns natürlich erlaubt, du hast eine DVD herausgebracht, richtig räuchern. Und das werden wir im Anschluss an dieses Interview, werden wir also diese DVD hier auch im Halt senden übers TV. Richtig Räuchern ist herausgekommen vom Schirner Verlag. Und der Schirner Verlag, der war so freundlich, hat uns auch diese DVD zur Verfügung gestellt. Und dafür nochmal ein liebes Dankeschön. Und ich glaube, darin sieht man natürlich auch ganz viele Anwendungen, wie man wirklich definitiv räuchert und wie man es machen kann. Ist das richtig, ja? Ja, doch, doch. Also da ist nicht der Augenmerk auf der Hausreinigung, das ist nur, ich weiß gar nicht mehr, doch, ich erzähle da, glaube ich, was. Ja. Ein bisschen her, aber es ist sehr viel übers Räuchern, ne? Wir gehen da, glaube ich, auch in den Garten, damals genau. Eine Kollegin von mir in der Küche, ich zeige, glaube ich, die verschiedenen Werkzeuge, Möglichkeiten des Räucherns. Richtig. Ja, es sollte ursprünglich ein relativ kurzer Film werden, aber das habe ich nicht zugelassen, das wurde dann sehr viel länger und länger und länger. Und es ist, glaube ich, auch eine ganz gute DVD geworden. Und ja, das da kann man doch, also wir haben ja jetzt nicht wirklich viel über die Hausreinigung gesprochen und über das Räuchern, aber da gibt es auch, glaube ich, wirklich eine Anleitung. Also wie zündet man die Kohle an, worauf muss man achten? Und, genau. Und ich denke auch, dass da sehr, sehr viel Information drin auch. Genau. Ja, wir haben heute zwar nicht viel über die energetische Hausreinigung gesprochen, jedoch auch darüber gesprochen,
Warum mache ich eine Hausreinigung? Welche Einstellung sollte ich dazu mitbringen und muss ich sie überhaupt machen? Ja, das fand ich schon hochspannend und hochinteressant. Und ich denke jetzt in Verbindung mit der DVD, wo man also das Räuchern auch nochmal erfahren kann für alle, die wirklich sagen, ich muss aber räuchern und ich will räuchern. Es soll ja auch so sein. Denn ich weiß, dass auch du, Georg, sehr gute Räucherware anbietest, unter anderem Harze als auch Kräuter in dem Sinne. Und wir räuchern natürlich auch immer wieder sehr gern, obwohl wir es gar nicht müssen, aber wir lieben es einfach zu räuchern. Ja. Das ist auch schön. Ich räuchere übrigens, jetzt, das ist jetzt kein Witz, jeden Tag. Ja, wir auch. So, ich wollte das Räuchern auch gar nicht, aber das glaube ich auch nicht, dass das jemand so sieht. Ich wollte es auch nicht schlecht machen, gar keine Frage. Also ich räuchere wirklich, wirklich jeden Tag und die Heilkräuter, die uns gegeben wurden, das ist Genau. einfach, man kann sich nur verneigen und wirkliche Achtung und Respekt haben. Aber das, was ich versucht habe, immer zu vermitteln, ist einfach, dass Räuchern eine Säule ist von vier oder mehreren und dass es ganz wichtig ist, dass man einfach ganz stark mit dem Bewusstsein auch dabei ist und noch weitere Elemente mit reinbaut, damit einfach eine Hausreinigung erfolgreich ist. Aber Räuchern ist natürlich ganz klar eine Säule der Hausreinigung und auch eine wichtige Säule. Genau, ganz genau. Ich denke, das ist auch etwas Wunderbares. Also wie gesagt, wir lieben es auch, das Räuchern als solches und auch schon von allein vom Duft her. Und es gibt uns einfach immer, das macht uns Freude, muss man mal so sagen. Ja, das ist wirklich wie Medizin auch, egal was Ja. ich für ein Problem gerade habe oder was für eine Stimmung ich erzeugen will, welche Energie. Es gibt einfach Pflanzen dafür. Ob das jetzt im Körper ist, wenn ich eine bestimmte körperliche Krankheit habe oder im Geiste oder wenn es feinstofflich zum Räuchern ist, man kann einfach wirklich bei jeglichem auf Pflanzenkräfte zurückgreifen und ich finde auch, das ist einfach jedes Mal immer wieder ein Erlebnis und ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen, einfach auszuprobieren, sich Rohstoffe zu holen, Harze und die dann einfach zu verräuchern. Also das ist einfach ein immenser Einfluss auf unser Leben und auch auf die Lebensqualität. Genau. Ich denke, das sollte auch immer so sein. Ja, ich möchte einfach natürlich den Hörern jetzt gleich oder den Zuschauern gleich noch Gelegenheit geben, deine wunderbare, richtig Räucher-DVD hier auch noch zu schauen. Und ich kann echt sagen, die ist super, super, super gut geworden. Genauso gut wie dieses Gespräch jetzt. Und natürlich, wer sie dann haben möchte, wir werden sie hier nicht als Dauerbrenner laufen lassen, die DVD, sondern es ist dann einmalig. Denn erwerben kann man sie natürlich dann bei dir, Georg, beziehungsweise über den Schirner Verlag. Es Genau, gibt da Schiller mehrere Verlag, Buchhandlungen, Amazon und ach, online, es gibt so viele, überall, genau, wo man sie dann auch für sich erwerben kann. Ich denke, das ist auch eine DVD, die sollte man sich erwerben, denn da kann man immer wieder reinschauen. Und immer wieder nachschauen und sagen, ah ja, so kann ich das auch mal ausprobieren. Es ist auch sehr animierend. Ja. ja. Doch, sie kostet, glaube ich, auch nicht so viel, sind ja unter 10 €, glaube ich. Und ja, also du weißt ja selber, ich bin da ja immer ein bisschen selbstkritisch, aber ich denke auch, und das war auch mein Ziel, dass wir auf diese DVD einfach wirklich so viel Information packen, dass es das sich auch für den Käufer einfach lohnt. Ja. Und ja, ich denke auch, dass es trotz Anfangsschwierigkeiten, weil ich echt panische Angst vor der Kamera hatte, ist die DVD wirklich ist ganz gut gelungen. Also ich habe es dann doch hingekriegt und das hat ein bisschen gedauert, aber es ist schön geworden. Doch. Auch die Olga, die das gemacht hat, falls sie das irgendwie mal jetzt hier hört und sieht, vielen Dank. Also es ist einfach, ja, eine schöne DVD geworden. Ist wirklich eine sehr schöne DVD geworden. Und wie gesagt, heute im Anschluss an das Live-Interview, da werden wir einmal den Genuss haben, in das richtig Räuchern hineinzuschauen. Jedoch, das wird, wie gesagt, hier im TV kein Dauerbrenner sein, auch nicht auf unserem YouTube-Kanal. Jedoch das Interview, das wird man auch auf unserem RLB-YouTube-Kanal finden, denke ich. Und ganz bestimmt auch bei dir, lieber Georg. Und das macht immer Freude. Da kann man auch noch mal reinschauen, reinhorchen. Was hat Georg Huber denn da noch zu gesagt? Und denke, wir haben ja heute ein bisschen breit gefächertes Thema gehabt, was jedoch immer noch mit der Hausreinigung zu tun hat, mit der energetischen und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig, das war mir sehr wichtig und da muss ich noch mal ein Dankeschön an dich sagen, mit der Einstellung dazu. Welche Einstellung habe ich dazu? Welchen Zwang lege ich mir selbst auf und welche Zwänge muss ich gar nicht mehr haben? Das finde ich schon mal sehr, sehr gut,
Denn das ist das A und O, dass ich auch wirklich in mich selbst hineinschauen darf, ja. Es geht um die Einheit. Genau, es Nicht geht um um die weiblich, Einheit. männlich, hell und dunkel, es geht um diese Energie dazwischen. Und das ist Liebe und das ist Christus. Und im Grunde genommen ist das, wonach wir uns alle sehen, ist einfach die Einheit. Und deswegen diese Trennung, das tut uns einfach nicht gut, ja. Ganz genau. Und es geht um die Liebe. Das ist sowieso die höchste und kraftvollste Energie überhaupt. Und die Liebe, wenn wir die in uns spüren, in uns ausdehnen und ausbreiten lassen, dann haben wir wirklich alles, was wir brauchen und sind natürlich auch im Leben rundherum zufrieden. Ich denke auch, ja. Und die ist ja da. Die haben wir immer. Die haben wir immer, wenn wir es Immer da, zulassen. ja. Oft vielfach wird es auch nicht zugelassen, ja. Ja, leider. Aber sie sind da. Für Kinder, für Tiere. Wir haben für alle Liebe. Ja. Und wir alle spüren Liebe. Und das muss man einfach ausweiten auf alle anderen auch und diese Trennung aufheben. Und dann denke ich auch, wäre das auf jeden Fall eine angenehmere Welt. Also einfach ist es ja nicht immer, ja. Genau, jedoch die Welt ist so einfach, wie wir sie sehen. Ja. Lieber Georg, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für dieses wunderbare Interview, für das herrliche Gespräch, will ich mal so sagen. Es hat wirklich wieder sehr viel Aufklärung gegeben und ich gebe nochmal im Halt dein Buch durch energetische Hausreinigung, Kräuter und Engel im Einsatz, auch im Schirner Verlag natürlich erhältlich und in vielen Buchhandlungen, ebenfalls auch bei Georg Huber. Und denke, das ist auch ein Thema, was man sich anschaffen sollte, ist so ein kleiner Begleiter, wo man immer mal wieder reinschauen darf. Auch sehr, sehr kostengünstig. Also ich war total überrascht. Und das kann man sich wirklich jederzeit erlauben. Und du hast noch so viel anderes, schöne Bücher geschrieben und natürlich Meditationen. Da gibt es ja jede Menge. Und da darf man sich immer wieder bedienen. Das finde ich einfach toll. Ja. Ich möchte Danke. mich natürlich jetzt auch bei unseren Zuschauern, bei unseren Zuhörern ganz lieb bedanken. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch bereichert hat und wünschen euch noch gleich viel Freude mit der DVD, die jetzt gleich bei uns einmalig gesendet wird. Richtig räuchern für Wohlbefinden, Klärung und Gesundheit von Meditation bis Hausreinigung von Georg Huber. Und da sage ich Spaß. einfach viel Freude. Ja, Georg Huber wird natürlich jetzt das letzte Wort haben und dann verabschieden wir uns. Ja, einfach nur danke für die Möglichkeit. Danke, dass du mich ermutigt hast, auch vor die Kamera zu treten. Und du bist einfach, ja, ein lieber Mensch. Und ich danke dir für die Gelegenheit und an alle Zuschauer und Hörer. Viel Spaß mit der DVD. Ich wünsche mir natürlich, dass ihr davon motiviert werdet und dass ihr für euch etwas schöpfen könnt und daraus gewinnen könnt und dass ihr einfach Freude habt. Darum geht es im Grunde genommen ja auch im Leben. Danke für euer Danke. Vertrauen und eure Aufmerksamkeit. Danke erstmal. Danke, Georg. Alles Liebe dir und ich sag nochmal Tschüss, ciao, ciao, bye bye. Winke, winke.